Hallo und herzlich willkommen zu einem Bild Daily Spezial anlässlich dessen, dass das Verfassungsgericht in Österreich die Bundespräsidentenwahl für ungültig erklärt hat. Eigentlich in einer Woche, ziemlich genau in einer Woche, sollte Alexander Van der Bellen sein Amtseid ablegen, doch daraus wird nun nichts. Darüber und was das vor allem für Europa bedeutet, wollen wir jetzt sprechen. Bei mir zu Gast sind Nikolaus Blome, Bild-Politikchef, und mein österreichischer Kollege Wolfgang Einetter. Du kannst uns natürlich die österreichische Sicht ganz gut erklären. Und darüber hinaus sind wir telefonisch verbunden mit Rainer Nowak. Er ist Chefredakteur der Presse. Nico, fangen wir doch einfach damit an, dass du uns bitte einmal ganz kurz noch mal erklärst, was die Gründe dafür sind, dass diese Entscheidung jetzt gefallen ist. Nee, die Gründe sind ganz einfach, die haben sich verzählt. Und da es beim Wählen ja mitunter auch aufs Zählen ankommt, zum Beispiel der Stimmen auszuzählen, ist es irgendwie doof, wenn sich hinterher herausstellt, dass bei ungefähr 80.000 Stimmen mutmaßlich irgendwas schiefgelaufen ist beim Zählen. Und das muss man halten gegen den Vorsprung, den der Grüne Präsidentschaftskandidat Van der Bellen vor dem FPÖ-Rechtspopulisten Herrn Hofer am Ende hatte. Das waren nur 30.000 Stimmen. Also liegt die Vermutung, mindestens mal der Verdacht nahe, das könnte ausschlaggebend gewesen sein, was da an Schmuh-Studrigkeiten, was auch immer, passiert ist in den einzelnen Wahllokalen. Und deshalb sagt das Verfassungsgericht völlig zu Recht, das müssen wir nochmal neu machen, das geht so nicht. Das oberste Gut einer Demokratie ist, dass sich jeder darauf verlassen kann, dass bei den Wahlen nichts schiefläuft. Jetzt ist was schiefgelaufen, also müssen Sie neu wählen. Das ist, wenn man so will, eigentlich eine gute Nachricht für die Demokratie, dass sie solche Instanzen hat, die dann hinterher sagen kann, Achtung, so geht das nicht, wir machen das nochmal neu. In keinem wenigen anderen Ländern auf der Welt, in vielen, vielen Diktaturen, wo vielleicht gar nicht gewählt wird oder wo Wahl gefälscht wird regelmäßig, ist das ein Traum der Leute, dass sie die Stimmen auszählen können, hinterher zur Rechenschaft ziehen können, wenn es Not tut. In Österreich geht das zum Glück, in ganz Europa geht das zum Glück. Und trotzdem ist es natürlich das Ende einer schwarzen Woche für die Europäer. Die Briten treten aus, das ist genau 8 Tage her, vergangenen Freitag sind wir damit aufgewacht und am Ende der Woche müssen die Österreicher noch einmal wählen und es wird wieder sehr, sehr knapp werden, mutmaßlich, aber das weiß Wolfgang besser, zwischen dem Rechtspopulisten, der aus der EU aussteigen will mit Österreich und dem Kandidaten, wenn man so will, des restlichen Lagers, von Grünen bis Sozialdemokraten bis Konservative, die ganz, ganz knapp beieinander lagen und wahrscheinlich das nächste Mal wieder so knapp beieinander liegen werden. Mhm. Genau, bevor wir dich fragen wollen, wie du das einschätzt, wie das Ergebnis aussehen wird. Erst einmal an dich die Frage, Wolfgang, wie hast du die Entscheidung gerade aufgenommen vor knapp 2 Stunden? Also es ist gestern schon in den Medien spekuliert worden, dass es zu einer Neuwahl kommen wird. Aber wenn es dann schlussendlich so ausgeht, war ich ehrlich gesagt schockiert. Mhm. Und ich habe mich auch ein bisschen geschämt, also für meine Heimat, wo man nicht einmal fähig ist, Stimmen richtig zu zählen. Muss ich leider so sagen. Mhm. Und ich weiß auch, die Stimmung im ganzen Land ist völlig konsterniert. Die Leute sind fix und fertig, aus dem Grund, weil sie jetzt eigentlich zum Spott Europas geworden sind. Mhm. Du hast bei der Wahl vor ein paar Wochen, hast du ja auch hier bei uns schon davon gesprochen, dass Österreich im Prinzip in 2 Lager gespalten ist. Wird diese Neuwahlen diese Lager noch mal weiter auseinanderbringen? Ich glaube, dass diese Neuwahl die Lager noch weiter auseinanderbringen wird. Alexander Van der Bellen hat gesagt, er will Brücken bauen, auch zu den Menschen, die den blauen Kandidaten und Rechtspopulisten Hofer gewählt haben. Jetzt ist es so, es wird wieder ein schmutziger Wahlkampf werden, hundertprozentig. Und ich hoffe nur, dass es entscheidend sein wird, auch im Wahlkampf, wenn der blaue Kandidat, der Rechtspopulist Hofer, Brexit in den Mund nimmt, also den Austritt von der EU, dass dann die Österreicher vernünftig genug sind, dass nicht britische Verhältnisse, um das sozusagen, in Österreich einkehren. Ja, also Nico, was würdest du dazu sagen? Ich meine, man hat ja auch bei Großbritannien damit in keiner Weise gerechnet, so wie man jetzt vielleicht sagen, wie du sagst, also bei Österreich, also ich gehe nicht davon aus, aber man kann ja mittlerweile, muss man ja mit dem Schlimmsten rechnen. Das stimmt. Das wird natürlich auch wieder eine Abstimmung über Europa werden, wie jede große Wahl in einem europäischen Land immer auch jetzt eine, in letzter Zeit zumindest, über Europa gewesen ist. Ob das ein gutes Ding ist, dass man da Mitglied ist, ob der Euro funktioniert, etc. etc. Da kann man ja auch viele kritische Fragen stellen. Ich glaube nur, dass die Van der Bellens, also das Lager der
Van der Bellen-Anhänger natürlich jetzt die andere Seite stellen kann, denn Herr Hofer hat ganz klar gefordert, wenn er gewinnt, dann möchte er dafür sorgen bzw. alles dafür tun, dass auch Österreich, dass Österreich aus dem Euro und dann auch aus der Europäischen Union aussteigt. Was das für zumindest innerhalb von einer Woche für Folgen haben kann, wenn man so etwas beschließt, wie die Briten gerade getan haben, kann man eben in Großbritannien betrachten. Das Pfund ist in den Keller getrümmert. Das Rating der Insel ist deutlich herabgestuft worden. Das heißt, es wird teurer, Kredite aufzunehmen für das Land. Das Land hat Schulden und macht Schulden. Die werden jetzt die Steuern um 30 Milliarden Pfund wahrscheinlich anheben müssen, um die Löcher zu stopfen, die der Austritt reißen wird, mutmaßlich. Also die Quittung am Ende einer einzigen Woche ist schon so gigantisch, das könnte man mit Herrn Hofer jetzt doch mal etwas streitig diskutieren, ob er das wirklich will oder ob er von seinem Punkt runterkommt und sagt, nee, das habe ich mir dann anders überlegt. Die FPÖ hatte die Wahl ja angefochten und jetzt eben Recht bekommen. Meinst du, dass das den rechten Flügel in Österreich noch mal stärken wird auch? Das kann sein, dass das mobilisierend wirkt. Ich glaube aber, wenn das ist ein normaler Vorgang. Und es ist gut, dass die Gewaltenteilung in einer Demokratie funktioniert. Und wenn es jetzt so ausgeht, dann ist es eben so ausgegangen. Peinlich genug. Ja, man kann sich dafür schämen. Ich bin kein Österreicher. Ich grinse da eher drüber. Aber trotzdem, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, wie gesagt, noch einmal, dass die Demokratie funktioniert, dass man zu einem Gericht gehen kann, zum Obersten des Landes und sagen kann, ich habe den Verdacht, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Bitte prüft das. Und dann wird es geprüft. Und trotz all der Kosten, nicht nur finanziellen, sondern auch politischen, die das jetzt aufwirft, noch einmal wählen zu gehen, wird es so beschlossen, weil es einfach rechtens ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Herrn Strache, also dem Chef der FPÖ, und Herrn Hofer es insgeheim wahrscheinlich sogar lieber gewesen wäre, die Verfassungsrichter hätten im Zweifel sich dagegen entschieden, noch einmal wählen zu lassen, weil dann hätten sie in der nächsten wirklich zählenden Parlamentswahl in 2 Jahren, glaube ich, die ganze Zeit argumentieren können, die haben uns die eine Wahl geklaut, jetzt holen wir uns die aber zurück und es war ein Schmuh und jetzt das Verfassungsgericht hat uns betrogen, bla bla bla. Also diese Art Verschwörungstheorien kommen ja von Rechtspopulisten mit Macht inzwischen immer häufiger. Sie dekonstruieren die Wirklichkeit, sie wollen die Wirklichkeit, so wie sie es nicht wahrhaben, um ihre eigene aufbauen zu können. Und das jetzt noch einmal abstimmen zu lassen, zu zeigen, doch, die Instanzen funktionieren, ist, glaube ich, dann auch ein ganz gutes Gegenmittel gegen die Populisten. Wolfgang, du sagst, du schämst dich als Österreicher. Wir wollen mal den Chefredakteur der Presse, Rainer Nowak, der jetzt am Telefon zugeschaltet ist, fragen, ob er sich auch schämt. Herr Nowak, ist das so? Nein, das ist nicht so. Ich kann mich da gerade vorhergehenden Analyse nur voll anschließen. Das war exzellent, präzise auf den Punkt gebracht. Man muss sich nicht schämen, sondern es war ein Fehler und da sind Dinge passiert, die nicht passieren hätten sollen. Ich glaube übrigens, dass das bei früheren Wahlen auch schon so war, dass einfach irgendwann ausgezählt worden ist, dass mit Wahlkarten nicht richtig umgegangen worden ist, dass also solche Schlampigkeiten passiert sind. Und es ist ein gutes Zeichen für den Rechtsstaat, dass das jetzt aufgehoben wird und das neu gewählt wird. Und eine ganz klare Reaktion gegen jede Art von Verschwörungstheorie und die Argumentarien, die eben die Freiheitliche Partei immer verwendet. Also ich sehe das eher als gutes Signal, einen guten Tag für die Rechtsstaatlichkeit in Österreich. Mal sehen, wie die Präsidentschaftswahl dann verläuft. Und ein ganz wichtiger Punkt, das haben die Verfassungsgerichtsrichter heute gesagt, in ihrer Pressekonferenz ganz deutlich, es hat keine Wahlmanipulationen gegeben. Es hat kein Wahlbeisitzer irgendwo versucht, eine Stimme zu einem der beiden Kandidaten zu bekommen. Also es wurde nicht betrogen, sondern es sind einfach Fehler passiert, Schlampereien, die so nicht akzeptabel sind. Und auch ein wichtiger Punkt, der Verfassungsgerichtshof hat immer so entschieden. Also immer, wenn es ein Problem gegeben hat, wenn irgendwo eine formelle Richtlinie nicht eingehalten worden ist, musste wiederholt werden. Der Verfassungsgerichtshof konnte gar nicht anders reagieren als so wie heute. Was würden Sie sagen, was bedeutet das denn jetzt für Österreich ganz konkret? Na, das bedeutet, dass wir noch einmal wählen gehen müssen und dass das noch einmal 3 Monate über den Sommer, wir werden vermutlich Ende September wählen, so wie ich das jetzt einschätze. Wir haben jetzt 3 Monate noch einmal einen sehr mühseligen Wahlkampf, der war schon sehr schwierig beim vergangenen Mal mit Duellen, mit ermüdeten Kandidaten, die im Privatfernsehen und im öffentlich-rechtlich unglaubliche Dinge machen mussten. Also das wird noch einmal schmutzig und das wird noch einmal unangenehm, aber es ist eine Wahl und das ist gut so. Was es bedeutet über die, weil vorher angesprochen war, den sogenannten Öxit, ich glaube, die Freiheitliche Partei wird wie immer in solchen Situationen jetzt den Konsum von Kreide anwerfen und genau nicht sagen, dass sie für den EU-Beitritt sind und eben das versuchen abzuschwächen, ihre Position. Warum?
denn sonst könnte man das umdeuten in eine Abstimmung über den Verbleib in der Europäischen Union und der würde definitiv pro-Europäische Union aus heutiger Sicht ausgehen und damit für Alexander Van der Bellen. Also die Freiheitlichen werden eher versuchen, dieses Thema aus dem Wahlkampf rauszuhalten und die Grünen, also die Van der Bellen-Unterstützer, das sind ja nicht nur noch Grüne, die werden eher versuchen, dieses Thema EU ganz zentral zu spielen. Ja, und ich finde, es hat noch deutlich, also auch ein paar unangenehme Konsequenzen hat es dann schon, finde ich. Es ist sicherlich, wie gesagt, ein gutes Zeichen, dass die österreichische Demokratie und die Gewaltenteilung der Blenden funktioniert, wunderbar. Aber es verlängert natürlich eine Schlacht zwischen den Europagegnern, den Populisten auf der einen Seite und den Leuten, die versuchen, irgendwie den Laden zusammenzuhalten, durch weitere Monate hinaus. Da guckt auch ganz Europa zu, muss man sagen. Österreich mag ein kleineres Land sein unter den Europäischen. Und trotzdem haben da auch beim letzten Mal alle hingeschaut, weil man natürlich wissen will, ob es einer antieuropäischen, klar fremdenfeindlichen, wie ich finde, klar populistischen Rechtsaußenpartei gelingt, ein ganzes Land in den Griff zu kriegen. In Großbritannien, nicht, dass es Rechtspopulisten, nicht, dass es Rechtsaußenparteien waren, die dort gewonnen haben, aber auch mit einem klar fremdenfeindlichen Akzent, mit einem ganz glasklar antieuropäischen Akzent, haben es geschafft, die Mehrheit eines Landes auf ihre Seite zu ziehen. Diese Art Wahlen, von denen uns im kommenden Jahr in Frankreich zum Beispiel noch eine bevorsteht, sagen was über den Zustand Europas aus. Und das noch einmal zu verlängern, durch den ganzen Sommer hin die Gretchenfrage, die Grundsatzfrage über Europa im Raum zu haben, ist einfach nicht gut. Und ich frage mich ganz bescheiden von wegen Grinsen über Europa, ob beim nächsten Mal eigentlich Wahlbeobachter von der OSZE geschickt werden müssen, damit die ordentlich auszählen. Es gibt von einem User die Frage, die ja auch darauf hinzieht, wie schnell kann jetzt eigentlich neu gewählt werden? Könnt ihr das beantworten? Also ich glaube, dass es innerhalb der nächsten 3 Monate, wie mein Kollege Rainer Lobock schon gesagt hat, zu der Stichwahl kommen wird, zu den Leuten. Also die 3 Monate. Und das Absurde daran ist, dass bis dorthin die Aufgaben des Bundespräsidenten, die 3 Nationalratspräsidenten übernehmen werden. Und einer der Nationalratspräsidenten ist eben Norbert Hofer, was das absurd macht. Also der Van der Bellen wäre heute in einer Woche angetreten und jetzt macht sein Konkurrent, der scheinbar unterlegen ist, dessen Geschäfte bis zur Wahl. Gut, ich meine, wenn er halbwegs bei Trost ist und einen Rest von Fairness hat in diesem Wahlkampf, dann wird er auf seinen Teil dieser Amtsausübung verzichten, weil er ja Teil des Wahlkampfes ist. Es ist klar, die Parlamentspräsidenten springen ein, wenn es keinen richtigen Staatspräsidenten gibt. Den gibt es ab in einer Woche nicht mehr, weil der Alte zurücktreten muss und der Neue eben nicht vereidigt werden kann. Angeloben heißt es, glaube ich, in Österreich, habe ich beim letzten Mal gelernt. Also wenn Hofer, der kann eigentlich von rechts wegen, ich weiß nicht, wie das die österreichischen Kollegen sehen, aber er kann eigentlich nicht antreten. In Deutschland wäre das undenkbar, dass in so einer Konstellation der Kollege, der um ein Amt kämpft, gleichzeitig den Wahlkampf beaufsichtigt bzw. den Interimsjob übernimmt, in der Funktion, die er später im Wahlkampf also gewinnen möchte. Das würde in Deutschland, glaube ich, wäre undenkbar. Wäre auch ein schwierig zu konstruierender Fall, aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen. Es ist an Absurdität ja auch fast kaum zu überbieten. Wolfgang, kannst du vielleicht nochmal, das hast du auch so schön erklärt, als es tatsächlich um die Wahl ging, nochmal die beiden Lager in Österreich über die Spaltung in deinem Land reden. Also wie nimmst du das wahr? Also die Spaltung zieht sich eigentlich durch meine Familie. Also meine Mutter ist Hofer-Sympathisantin, hat den auch gewählt. Mein Vater ist überzeugter Van der Bellen-Anhänger, weil er einfach sagt, er ist für Europa. Und er sagt, dass die FPÖ nur gewählt wird von Wählern, einfach von den Frustrierten. Und Frustrierte gibt es tatsächlich viele in diesem Land durch die Große Koalition. Die haben sich das Land quasi aufgeteilt. Jeder Job in öffentlichen Ämtern wurde, oder nicht jeder, aber fast jeder, wurde über Parteibücher vergeben. Und deswegen haben die Leute diese Vetternwirtschaft einfach satt. Und das ist auch der Grund, warum der Hofer so viele Stimmen bekommen hat. Es sind nicht nur fremdenfeindliche Wähler, die dem Hofer ihre Stimme gegeben haben, sondern auch Wähler, die einfach von diesem Filz, von dieser Korruption in diesem Land die Nase voll haben. Mhm. Spannend, wie Rainer Lobock das sieht. Ja, genau. Herr Lobock, wollen Sie direkt dazu was sagen? Ich sehe es relativ ähnlich. Es gibt eine große Proteststimmung in Österreich, wie in vielen anderen Ländern, die in Österreich besonders ausgeprägt ist, weil wir eben dieses Modell Große Koalition seit gefühlten 50 Jahren haben, mit einer kurzen Unterbrechung, und das ganze Land von 2 Parteien beherrscht werden, die bis zu den Autofahrerclubs, bis zu den Restaurantführern sich tatsächlich alles aufgeteilt haben. Es gibt immer eine rote Variante, eine schwarze Variante. Und das erzeugt eine Frustration, die dann zu einer Stimme für eine Oppositionspartei führt. Und da sind halt die Freiheitlichen die lautesten, die wildesten und die rüpelhaftesten. Und dadurch
können sie Stimmen maximieren. Und im Präsidentschaftswahl war ja noch eine Besonderheit dabei. Wir haben Kandidaten gesehen von den Regierungsparteien, die alt und müde waren. Und ausgerechnet der grüne ehemalige Bundesparteichef Alexander Van der Bellen hat als großer Gegner der Freiheitlichen Partei in die Stichwahl geschafft. Auch das zeigt ja schon, dass in Österreich eine Umbruchssituation da ist, die, wie der Kollege vorher gesagt hat, leider Gottes auch gegen die läuft, die versuchen, den Laden zusammenzuhalten. Man stelle sich einmal vor, die beiden Kandidaten der großen Koalition, also der ÖVP und der SPÖ-Kandidat, sind gemeinsam auf, glaube ich, 22,4% der Stimmen gekommen. Mhm. Ist absurd. Mhm. Wenn man das für eine Sekunde nach Deutschland ziehen will, ist klar, wird jetzt auch ein Beispiel Österreich mit der langen Geschichte, qualvollen Geschichte mitunter der großen Koalition, klar, warum in Deutschland alle Parteien, die jetzt die große Koalition bilden, eines wollen, nur nicht verlängern. Also CDU, CSU, SPD, die haben vielleicht gar nicht so schlecht miteinander regiert. Ich weiß es, also da kann man geteilter Meinung drüber sein, unterschiedliche Bilanzen ziehen. Aber ihnen ist klar, wenn wir es noch einmal machen, beziehungsweise noch einmal machen müssen, weil gar nichts anderes mehr geht, dann fahren wir in Richtung österreichische Verhältnisse mit einer Protestpartei, die einfach nur deshalb gewählt wird, weil sie eben nicht die große Koalition ist. Das langt dann schon. Schlimm genug, dass die Wähler, manche Wähler sich davon fangen lassen. Aber insofern wird es in Deutschland hoffentlich nach der Bundestagswahl hier, September 2017, etwas mehr als ein Jahr, irgendeine Mehrheit geben, links oder rechts von der Mitte, aber Hauptsache eine klare, etwas polarisierende Mitte, Mehrheit, die auf gar keinen Fall dazu führt und verhindert vielmehr, dass SPD und Union, CDU, CSU, noch einmal zusammen in dieses Bett der Großen Koalition müssen, denn das macht das Land kaputt. Es sind einige User etwas später eingestiegen und fragen wahrscheinlich auch deshalb oder bitten darum, dass ihr noch einmal die Ungenauigkeit der Auszählung oder das noch einmal erklärt, weshalb es überhaupt zu Neuwahlen kommt, beziehungsweise weshalb das Verfassungsgericht diese Entscheidung getroffen hat. Also in 14, Rainer, bitte korrigiere mich, in 14 Bezirken oder in Ausstellungszählen hat es Unregelmäßigkeiten gegeben. Es geht um insgesamt knapp 78.000 Stimmen, mhm, wo eben Unregelmäßigkeiten in der Auszählung nachgewiesen werden können. Im Vergleich, es waren 6,2 Millionen Österreicher damals wahlberechtigt und ich glaube 4,4 Millionen sind tatsächlich zu der Stichwahl angetreten. Und von diesen 4,4 Millionen Stimmen waren 80.000 als Unregelmäßigkeiten gegeben. Ja, aber die 80.000 muss man eben schneiden gegen die... Gern. Ja, das Hauptproblem war vor allem, dass die Fristen nicht eingehalten wurden. Weil auch, das war Schuld des Innenministeriums, man wollte möglichst schnell ein Ergebnis, weil es eben so too close to call war und weil das so knapp war, hat man Druck ausgeübt, medial, man muss jetzt ganz schnell ein Ergebnis bringen, worauf die Wahlkommissionen angefangen haben, in einem Art vorauseilenden Gehorsam ganz schnell auszuzählen. Und die hätten das am Sonntag nicht machen dürfen. Die hätten am Sonntag keine Wahlkarten auszählen dürfen, sondern erst am Montag. Das steht einfach so im Gesetz. Warum das da drin steht und ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Und dadurch sind ganz, ganz, ganz viele Stimmen, die dadurch ausgezählt worden sind, in Wahrheit nicht gültig. Und das klingt sehr formalistisch, ist aber eine Spielregel, also die ganz viele Leute nicht gehalten haben an dem Tag. Interessanterweise ist gerade die Freiheitliche Partei, die das angefochten hat, Wahlbeisetzer gehabt in den Wahlkommissionen, die unterschrieben haben und damit protokolliert haben, dass es die Unregelmäßigkeiten mehr oder weniger abgesegnet haben als Regelmäßigkeit und dadurch jetzt Probleme mit dem Staatsanwalt bekommen werden. Weil natürlich die Staatsanwaltschaft jetzt gegen diese Wahlbeisitzer vorgeht, die einfach unterschrieben haben, obwohl sie gewusst haben, dass das nicht ordnungsgemäß war, was eine besondere, besondere österreichische Treppenwitz ist. Und wenn ich in die Runde was Kurzes sagen darf, ich bin nämlich bei einer Veranstaltung, wo der noch amtierende Bundespräsident jetzt gerade gekommen ist und darf mich ganz höflich aus dem Gespräch verabschieden. Ist das okay? Ja, selbstverständlich. Ja, weil ich bin in gerade Heinz Fischer ist gerade gekommen, ne? Und die Journalisten bedrängen ihn und da gehöre ich dazu. Ja, wie passend. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke. Adieu. Wieder. Gut, ich glaube, dazu kam auch noch, dass in manchen Wahlbezirken oder Stimmlokalen dann plötzlich Leute auf den Listen auftauchten, die gar nicht das Wahlalter hatten. Also die haben nachweislich abgestimmt, hätten aber nicht abstimmen dürfen, weil sie zu jung sind. 100 Einwohnerort muss man sich vorstellen. 100 Einwohner sind doch ein bisschen überschaubar. In einem 100 Einwohnerort sind 6 zur Wahl angetreten, 6 15, 14-Jährige, also unter 16-Jährige, die, man darf erst ab 18 wählen, also die weit unter dem Wahlalter waren. Und wie sowas passieren kann in einer 100 Einwohnergemeinde, ist selbst für mich als gelernter Österreicher ein großes Rätsel. Ja. Und spannend war auch, dass
ja offenkundig live ausgezählt wurde. Also wenn man sich an den Tag erinnert, an dem die Wahlkarten, das sind, wenn ich das richtig begreife, die Briefwahlstimmen, also die vorab schon abgegeben waren und nicht in den Urnen gelandet sind, wenn man so will, sondern quasi parallel in die Wahl eingehen. Da konnte man im Laufe des Vormittages live miterleben, wieder einer ausgezählt. Und dann wurde das Ergebnis bekannt gegeben. Das heißt, man konnte die ganze Zeit sehen, wie es weiterging. Das ist auch ein Verfahren, das gäbe es in Deutschland in der Form, glaube ich, auch nicht. Da wird hochgerechnet natürlich, aber das Endergebnis kommt in einem Schlag dann und nicht quasi Wahlkreis für Wahlkreis. Also ein bisschen seltsam auch das und keine Ahnung, was das noch quasi bei den Auszählern, die noch auszählten, ausgelöst hat, als sie wussten, oh, es wird ganz knapp, haben die dann schneller ausgezählt, weil sie wussten, wie spitz auf Knopf es stand in der Abstimmung und wie sehr es dann also auch auf das Ergebnis, was Sie abliefern würden aus Ihrem individuellen Wahlkreis beim Zählen, es ankommen würde. Also das macht auch einen Druck auf das System, wenn man das so live miterleben kann. Da bin ich, obwohl ich Journalist bin, dann doch der Meinung, dann warten wir lieber noch 2 Stunden länger und kriegen dann aber ein sauberes Ergebnis. Auf der Webseite des Innenministeriums waren die falsche Zahl, also waren sogar dort hat die Zahl nicht gestimmt. Und das sagt alles, wie uns aber dort gearbeitet wurde. Ja, viele Absurditäten, die eigentlich witzig sind, wenn sie nicht doch eigentlich auch eine große Tragik mit sich bringen würden. Ich würde gerne abschließen mit der Frage, wie eure Prognosen denn sind für die Wahlwiederholung. Wenn ich bitten darf, Wolfgang. Also, es wird wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es wird ganz, ganz knapp. Und ich hoffe darauf, dass sich der Van der Bellen deswegen durchsetzen wird, weil er tatsächlich ein überzeugter Europäer ist und die Österreicher einfach in der EU bleiben wollen. Da gibt es einfach Umfragen, dass die Österreicher anders als die Briten eindeutig für Europa sind, für die EU sind, weil sie einfach wissen, dass der Wohlstand davon abhängt. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Van der Bellen knapp die Nase vorn haben wird, aber nur deswegen, weil der rechtspopulistische Gegenkandidat Hofer das Wort Öxit in den Mund genommen hat. Mhm. Na, sagen wir mal so. Wer jetzt nicht wählen geht, der hat sie wirklich nicht mehr alle. In Großbritannien, vor einer Woche, haben sich die Jungen vor allen Dingen beklagt, dass man ihre Zukunft kaputt gestimmt hätte und die Alten sie vermeintlich jetzt also mitsamt der ganzen Insel aus der EU rausgeschossen hätten, wiewohl sie ja mit den Folgen dieser Entscheidung so viel länger zu leben haben. Das stimmt und die Jungen haben auch tatsächlich weit überwiegend für drinnenbleiben gestimmt, also gegen anders gestimmt als ihre Elterngeneration, wenn man das so sagen kann. Aber war es halt auch, dass von dieser jungen Generation nur 30-35% hingegangen sind. Also wer jetzt von den Jungen anfängt zu weinen, der muss sich sagen lassen, gut, ihr seid auch nicht hingegangen, seid ihr halt selber schuld. Und so wird es mit den Österreichern auch sein. Wer es zulässt, dass die rechtspopulistische, antieuropäische, fremdenfeindliche Seite stärker mobilisiert als das andere Lager und diesem anderen Lager aber angehört, der soll halt hingehen. Der soll halt hingehen und seine Stimme abgeben. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch vielmals und damit verabschieden wir uns aus dem Bild Daily Spezial.